Guten Tag, mein Name ist Nicola Lange und ich möchte versuchen, die Frage zu beantworten, was wir feiern, wenn wir Pfingsten feiern. Wir feiern Pfingsten 50 Tage nach Ostern und da Ostern beweglich ist, sich immer im Jahr so ein bisschen hin und her verschiebt, ist folgedessen auch Pfingsten ein beweglicher Feiertag. Aber immer 50 Tage nach Ostern und immer an einem Donnerstag, logischerweise, weil Ostersonntag ja auch immer auf einem Sonntag ist, wie der Name schon sagt. Und wir feiern, dass der sogenannte Heilige Geist 50 Tage nach Ostern vom Himmel zu den Jüngern herunterkam und die Jünger 50 Tage nach der Auferstehung Jesu anfingen, auf einmal zu predigen und in Sprachen zu predigen und zu sprechen, die sie vorher nie gelernt hatten, was unvorstellbar ist. Und der Heilige Geist ist nichts anderes als Gott. Der Heilige Geist ist Gott, ist die spirituelle Weise, Gott zu begreifen. Es gibt teilweise in älteren Kirchen noch Symbole für diesen Heiligen Geist, teilweise ein symbolisches Loch in der Kirchendecke, durch die dieser Heilige Geist dann herunterkommen sollte vom Himmel. Denn den Himmel, hier sehen wir den Himmel, stellen wir uns ja immer vor als den Gegenteil der Erde, des Irdischen, des Begreifbaren, des, worauf wir stehen, was wir sehen, was wir anfassen können. Und deswegen siedeln wir das, was wir nicht begreifen können, nämlich das Höchste im Himmel an. In Wirklichkeit ist meiner persönlichen Meinung nach natürlich Gott überall und lebendig. Und diese Lebendigkeit in unseren Gedanken, aus denen die Gedanken, die wir überhaupt haben können, und aus den Worten folgen, und aus den Taten folgen. Das ist das, was wir unter anderem feiern. Und gleichzeitig feiern wir damit mit Pfingsten, 10 Tage nach Christi Himmelfahrt, 50 Tage nach Ostern, die Geburt der Kirche. Und wir beten immer nur Gott an. Wir beten nicht Jesus an, als etwas, was anderes ist als Gott. Jesus ist ein Teil von Gott. Wir beten auch kein Kreuz an oder zwei Stäbe. Dieses Kreuz, ich trage nun auch eins, aber das ist meine eigene Entscheidung, ist lediglich ein Symbol für mich, um mich zu erinnern. Und die einzige Stellvertretung, die wir meiner Ansicht nach auf Erden haben, ist unser Gewissen. Und wenn wir Glück haben, haben wir Menschen in unserer Nähe, die uns ein bisschen dabei helfen, gewissenhaft zu handeln. Alles, was in dem, was ich vorgetragen habe, richtig war, hat mir das Höchste eingegeben. Alles, was falsch war, war mein Fehler und kam von mir. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Möge das Höchste euch bewitten und schützen.